make such a speech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Ein wunderschönes Hallihallo, Löchchen. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hardcore mit Lilith. Hallo. Gestartet, einfach jetzt mal hier am gerade gefundenen Gletscher, einfach um mal so ein bisschen Wartezeit vom Laufen her zu überbrücken, da ich dafür ja keine Koordinaten hatte. Sie ist schon ganz fleißig dabei, fängt gerade an, das nächste Loch zu buddeln, während ich mich hier hinstelle und aua, lautes Eis hole. Ja, sie wäre gerne dabei, aber der liebe Kalle hat einen riesen Bambuswald rausgemacht. Was? Und dementsprechend darf die liebe Lille jetzt erstmal den ganzen Bambus wegkriegen, damit sie hier hin und her gehen kann. Das ist gar nicht wahr. Doch. Nö. Doch. Kann sein, dass es dunkel wird. Ja. Ah ja, bitte. Aber hier ist kalt. Dann schrumpeln dir deine Eier weg. Los, leg dich ins Bett. Was, wenn ich jetzt mit dem Bett ins Wasser rutsche? So. Ja, es fällt ja schon durch. Und ich hole jetzt mal lieber gleich mal ein bisschen mehr, weil wir weiß schon, was wir gebrauchen können. Ja, das Eis halt, ne? Und ich schreibe dazu nochmal die Koordinaten eben auf. Und dann komme ich nach Hause. Weil ich habe jetzt nämlich schon bald anderthalb Stacks. Boah. Von Packed Eis. Ja, Packed. Ja, ich habe eine ganze Kiste voll mit Bambus und es kommt noch eine zweite dazu. Das ist gut. Ach ja, sie hat sich darüber aufgeregt, dass ich so viel Bambus aufgebaut habe. In der Zwischenzeit. Er ist ein Riesenarsch. Ja, nicht wahr. Ich hab dir nur geholfen, dass wir nachher nicht so viel haben. Klar doch. Und wie willst du das später rüber transportieren? Naja, ich weiß nicht. Ja. Du hilfst mir doch bestimmt, oder? Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich nur fürs Bauen zuständig. So, ja gut, okay. Dann habe ich halt die Arschkarte gezogen. Dann habe ich halt verkackt. Ich glaube auch. Ja, wo hast du das halt hingelegt? Im Lager und ne? Ja. Ne, hast du nicht gemacht. Doch. Du bist so gemein. Ich lauf hier oben rum, sammle es ein und bringe es runter ins Lager, eine Kiste, die noch nicht beschrieben ist. Du bist so kacke, ne? Ja, mal gucken, ob hier ein Iglu ist, aber irgendwie ist hier keins. Schade. Oder ist das ein Iglu? Ist das ein Iglu? Warte mal. Ist das nur danach aus oder ist das eins? Mal gucken. Das ist keins. Schade. Ja. Ich guck mich immer so ein bisschen nebenbei um, ist doch bestimmt okay, oder? Ja. Ups. Umgucken im Spiel, nicht im echten Leben. Entschuldigung. Vor allem nicht so schwungvoll. Das ist meine Schwungmasse, Entschuldigung. Jetzt bin ich übrigens im tiefen, gefrorenen Ozean. Aua, Eis. Ocean. Wenn ich weitermache, bin ich in den nächsten zwei Folgen noch nicht fertig. Mit was? Mit dem Bambus. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich fackel das gleich ab, will ich damit sagen. Das ist so kacke. Nimm doch das Schwert. Ja, ich habe gerade schon drei Schwerter kaputt gemacht. Wir haben genug Eisen. Ja, was wir alles später für die Hopper brauchen. Ja, die Hopper sind weniger das Problem. Sondern?
Die Pistons, aber naja, eine Reihe sind halt 11 Eisen gerade mal. Hopper sind nur wichtig fürs Lager, aber du baust ja hier mein Lager nicht mit. Derzeit. Nee. Wie derzeit? Nein, also. Hier ist jetzt eigentlich in dem Sinne kein automatisches Lager geplant fürs Erste, also. Vielleicht, wenn die Welt wirklich mal ein bisschen wirklich lange hält, wenn ich mir sicher sein kann. Ich überlebe auch ein bisschen, aber ich würde vorher sonst kein Lager bauen. Vor allem, weil er vorhin schon fast ertrunken wäre. Zweimal. Hm. Naja, kann ja mal passieren, ne? Spaß. Aber ich komme jetzt nach Hause. Juhu. Sind nur noch etwa 2200 Blöcke. Yay. Aber wie heute mit neuer Musik und neuen Soundeffekten. Die Welt ein bisschen hübscher habe ich auch noch gemacht. Optifine ist ja auch. Gerade die Blätter. Ja, genau, gerade die Blätter. Aber die haben, sehe ich gerade noch nicht. So, Optifine ist auch schon bald zu dreiviertel fertig. Also die Shader, wir warten auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen, glaube ich. Und unverständlich kannst du es nicht runterladen. Nee, nee. Bringen sie ja nicht unverständlich raus. Ach so. Die geben uns ja nur freiwillig einen Report, wie weit sie ungefähr sind. Ach so. Was sie uns eigentlich gar nicht schulden. Dafür brauchen sie erstmal ja 3 Monate. Ja, die müssen eine Menge machen, ne? Und überleg mal, das sind Leute, die eigentlich ihr eigenes Leben haben und das einfach nur für andere Leute fertig machen, ne? Freiwillig. Ja. Oh, ein Korallenriff. In einem lauwarmen Ozean. Ja, das ist eine Schlucht. Da ist keine Schlucht. Doch, da ist eine Schlucht. Da ist eine Schlucht. Ah. Pana. Ich merke, dass mein Boot war am Schwanken. Doch, da ist eine Schlucht. Da ist eine Schlucht. Oh, ich habe einen Sumpf gefunden. Oh, Seerosenblätter. Okay. Schreib ihn dir auf. Ach, wie cool. Seerosenblätter gehen kaputt, wenn du dagegen fährst. Was? Seerosenblätter gehen jetzt nur kaputt, wenn du dagegen fährst. Vorher war es das Boot, dann ist gar nichts passiert und jetzt gehen sie kaputt. Ja, jetzt kannst du die damit voll farmen. Wenn du im Boot damit rumfährst, wie gut ist das denn? Boah, ich fange jetzt an zu buddeln, glaube ich. Ist das neu? Ich glaube ja. Oha, wie gut. La 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 la. Spaß. Ich schreibe mir mal den Sumpf eben auf. Mach das. Ich sehe den Wald vor lauter Bambus nicht. Das wirst du mir nie wieder verzeihen, oder? Aber hey. Ich bin ein guter Arbeitgeber, du hast bei mir immer was zu tun. Ja, die Arbeit hast du später auch. Wieso? Ja, das geht jetzt alles in dein Lager. Ja, also brauche ich keine Kohle mehr unten. Stimmt, du kriegst ja noch mehr Luxus von mir. Ja, super. Vielleicht schmeiße ich das auch in dieses riesengroße Loch hier. Da muss ich es ja aufheben und dann despawnt das ja. Ja. Aber lass bitte wenigstens einen in Ruhe, okay? Wenn da jetzt komische, gruselige Geräusche kommen, das ist halt dieses neue Soundpack, was ich drin habe. Hatte ich vorhin schon. Und zum Thema Blätter ist es das hier. Und das sieht einfach mega sick aus, ne? Wenn du durch den Wald gehst und die Blätter sehen einfach mal wirklich vernünftig aus. Gelten immer noch als ganzer Block, also du kannst leider trotzdem nicht durch so eine Lücken durchgehen. No. Ja, es war schon sehr verwirrend auf dem Weg dahin. Aber im Endeffekt sieht das halt trotzdem dafür um einige schöner aus. Aua. Mach deine Sounds doch leiser. Nein, ich bin gerade runtergefallen. Aua. Ein Blumenmeer. Boah, ich hol mir gleich einen Creeper hierher. Hat sich gerimed. Ich schreibe mal das Blumenmeer auf.
Blumen. Ich hole den Bambus gleich. 1, 3, 6, 0, 6, 3, 5, 8, 3. So. Ne, die Blumen können in dem Sinne sinnvoll sein, wenn ich dann nachher mal Dings ins Bumse. Hier mit Deko arbeiten möchte. Ja. Dann sind Farben, glaube ich, schon mal gar nicht so verkehrt. Denke ich mir mal einfach so. Mhm. Bin immer noch am Bumse. Ja, lass ihn doch immer mal stehen, ich komm doch gleich. Ich hab schwarze Schafe gefunden. Du rennst die ganze Zeit schon rum. Du weißt doch gleich. Aua! Oh, 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 oh. Ach, wie schön, wie lebendig ich bin. Noch. Der nächste Sumpf, dein Ernst? Soll ich mir den anderen aufgeschrieben? Der hier ist viel näher. Wir müssen gleich Eier machen gehen. Schon wieder? Ja, die Sonne geht gerade unter. Sehe ich nicht, ist zu viel Bambus. Das wird sie mir niemals verzeihen. Du. Ja. Tut mir leid. Wir können noch nicht Eier machen. Ich weiß. Jo, jetzt aber. Hier brennt erstmal der ganze Wald, ey. Hier brennt erstmal alles. Weil hier ist voll viel Lava und so und die brennt da alles ab hier. So, gehe ich jetzt in die richtige Richtung? Ja. Bald bin ich zu Hause. Ich bin gleich schon wieder voll. Mit Bambus? Hm. Schaffst du das? So viel Bambus habe ich doch gar nicht gepflanzt, oder? Doch. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Soll ich mal einfach nur abhacken? Nee. Das wäre Verschwendung. Das wäre doch voll die Verschwendung. Du hast so viel gepflanzt. Ja, und? Das sind schon wieder 20 Farmen, die du da hast. Du voll. Hab doch gar nichts gemacht. Doch, Bambus angepflanzt. Ja, warum hast du einfach Kisten nach oben geholt und die oben alle in die Kisten gelegt? Damit du Arbeit hast. Ja, hab ich ja nicht. Ich hole sie ja nicht wieder hoch. Was? Hab ich ja nicht. Ich hole sie ja nicht wieder hoch. Warum nicht? Ja, weil ich den Bambus nach unten nutzen kann. Über eine Kiste willst du unten benutzen? Ja. Weiß ich hab nur keinen Box wieder hochzutragen. Dann weißt du, wie schnell das wieder weggeht? Bambus brennt ja nicht so lang. Ah, die zweite Kiste ist bald voll. Super. Hm, und da steht immer noch voll viel Bambus. Ich bin ja gleich da. Hast du wenigstens den Bereich freigemacht, wo du nachher abbaust? Ja. Dann mach doch den jetzt gleich an. Fang doch jetzt gleich damit an, ich hol den Bambus gleich weg. Bin ja gleich da. La 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 la. Was ist denn das hier? Lily of the Valley? Was macht denn damit? Knurrt das bei dir rum? Nö. Eigentlich nicht, warum? Ich irgendwas rumknurren höre. Bei mir nicht. Ich renne gerade durch die Gegend.
Habe ich schon Kürbisse? Keine Ahnung. Nehmen wir mal mit. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas rumknurren und ich weiß nicht, was das ist. Bei mir ist nichts. Dann fange ich mal an zu buddeln. War das mit dem Rand? Ich sehe den Bambus, ich bin gleich da. Oh Gott, wie viel Bambus hier noch steht. Ja, mein Inventar ist gerade leider voll, ich muss warten. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin da. Bin gleich bei dir. Ich werde eh jetzt gleich voll mit Erde sein, wenn ich hier weitermache. Ich sortiere mal kurz meine ganzen Sachen hier mal weg und dann... Hoffe ich für dich. Bin gleich bei dir. Und bring mir bitte ein Schwert mit. Ja, okay. Mache ich. Muss jetzt nur einmal kurz alles wegsortieren. Ja, mach doch. Ja, bin ich bei. Ich hab Schatzkarten gefunden. Das ist aber schön für dich. Ja, finde ich aber auch. Ich habe ganz viel Bambus gefunden. Das lohnt sich, oder? Leider nicht so böse wegen ein bisschen Bambus oder so. Ein bisschen? Du hast gerade gesagt, ich sehe schon, wie viel steht. Guck in die Kiste neben den Cobblestone. Du hast gerade reingeguckt, ja? Ja. Wirklich. Und dann guckt er an, wie viel hier noch steht. Ja, ich bin gleich da. Die wachsen nicht nur in Dreierhöhe, Schätzchen. Ja, das weiß ich. Nee, das schlimm wäre ja nicht. Ja, das ist doch gar nicht so viel. Ich finde das gerade echt amüsant. Ich glaube, ich werde das irgendwie das nächste Mal, wenn du gerade irgendwie halb abwesend bist, anmachen. Und dann werde ich eiskalt um dein ganzes Haus herum Bambus bauen. Ich glaube nicht. Dann komm doch mal in dein Haus rein. Ich glaube, das machst du nicht. Und dann doch? Nein, so gemein bist du nicht. Da kennst du mich aber nicht. Du wolltest ein neues Schwert haben, das, ne? Ja. Bring ich dir mit. Und wenn du so gütig bist, kannst du auch gleich nochmal Leitern holen. Jawohl. Arsch. Mann, oh Mann, was für ein Folgenauftakt heute. Was? Was für ein hübscher Folgenauftakt heute. Hier, es wird los. Ich hoffe, du nimmst währenddessen Bambus mit. Ja. Klar. Logisch. Tust du nicht, Lügner. Ich bin doch gar nicht bei dir. Was willst du eigentlich? Warte doch mal ab. Oh, Eisen. Jetzt geht das schon wieder los. Das finde ich gut. So,
bin gleich bei dir. Machst du sogar auch dann bald noch meine Cobblestone-Kiste fertig? Ja, bald gerne, aber jetzt muss ich eins am anderen, ja? Ja. So, wo bist du? Du bist da unten. Soll ich die Sachen runterschmeißen? Schwert und Leitern. Dankeschön. Bitte. Ach, verdammt. Was? Ich hab was vergessen. Was denn? Ein Schwert. Für mich. Du brauchst kein Schwert. Doch, für den Bambus. Du darfst sterben. Nein, für den Bambus, der greift mich doch nicht an. Warum eigentlich eine Kabel zum Kissen? Beide voll? Oh, nö, die eine geht dann auch. Ja, du weißt, dass ich mich nach ganz unten buddeln muss? Ja, aber wir brauchen aber schon mal ein paar Steine beim Bauen jetzt, naja. Ich baue hier die andere Seite schon mal so ein bisschen höher, ne? Ach so. Also ich bereite schon mal einen Anfang vor und das muss natürlich alles nachher hübsch aussehen, ist ja klar. Also ein Teil von den Steinen geht auf jeden Fall weg. Das hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Höhle. Ja, das wird sich nicht ändern, weil das ist direkt neben dem anderen Loch, ne? Oh, die Musik ist viel harmonischer, die ich jetzt hier drin habe. Durch das Zwecks-Pack. Ist viel angenehmer. Dunkel. Okay, okay. Aber ich habe hier oben kein Bett. Muss ich wieder runtergehen? No. Oh oh. Was? Ich habe gerade eine vergiftete Suppe gegessen. Ich habe eine Suppe gegessen, die habe ich jetzt vergiftet. Gemein. Geh heim. Ja, ich bin am Weg nach unten. Fliege. Ich warte. Ich habe erstmal meinen Kaffee ausgetrunken, ne? So. Der schöne Kaffee. Entferne ich mal den Bambus. Ja. Ja. Auf Wiedersehen für dich. Bin voll dabei. Ich höre es. Ich bin ausnahmsweise nur froh, Steine zu sehen und kein Bambus mehr. Ich weiß gar nicht, was du hast. Bisschen grün ist auch mal schön. Ein bisschen ja, aber nicht das.
bade den Scheiß jetzt selber aus, alles gut. Wie zwei Steinschwert einfach mal nichts gemacht haben im Endeffekt. Ich sollte wohl mir ein paar mehr Steinschwerter machen dafür. Ja, du kannst eigentlich dein ganzes Inventar voll machen und es wird nicht reichen. Oh Gott. Was denn? Ich wollte gerade schön so um die Ecke gehen wegen dem Zombie. Schön so um die Ecke gehen, weil ich das Loch weiter buddeln wollte. Auf einmal steht da ein Zombie mit einem Stein in der Hand. Und ich bin fast das Loch runtergefallen. Das ist nicht so gut. Ach, heute sind wir nicht dein Tag, oder? Nee. Minecraft-Witz hat so der echt angetan, glaube ich. Arsch. Wir haben doch gerade den Tag jetzt angefangen. By the way, zur Aufnahmezeit haben wir es jetzt gerade einfach mal 2:15 morgens. Ja, wir können auch heute Abend einfach mal 2 Folgen machen, dann machen wir morgen den Rest. Der Bambus fällt. Ja, sehe ich. Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Ja, das ist ja keine Schwierigkeit. Stimmt, vor allem habe ich auch noch Schwerter in der Tasche. Hab nur 10 Stück gemacht. Ich wollte jetzt mir angreifen. Wie endet er jetzt? Er verbrennt, weil er mich angucken wollte. Ja, klar zu. Sorry, SpongeBob und so. Oh, hier ist ein Zombie-Villager und ein Creeper, oh Gott. Alle in dein Loch da unten? Ja. Ah, das Ding. Jetzt lebt nur noch der Creeper. Die anderen haben sich selbst verbrennen lassen. Oh, super. Ja. Ja, das war Kiste Nummer 1. Pillager. Was wo? Oh, du, nö. Pillager. Ja, ich hab's gesehen. Die werden gekonnt ignorieren. Ja, die kommen aber gerade in unsere Richtung. Das ist schlecht. Dann muss man aufhören und mal irgendwie weggehen. Ich möchte gerade nicht ungern was tun. Die schießen mich gerade. Die sehen mich nicht. Die sehen dich nicht? Wo bist denn du? Zwischen dem Bambus. Das Ding ist, ein Pelletangriff bringt mir halt jetzt gerade einfach mal wirklich nichts, weil. Ja, nee. Quatsch. Meine Rüstung ist von Arsch, ich habe keinen Bogen, gar nichts, also. Halt gucken, versuchen, dass sie weiterziehen. Das heißt, wir sollten jetzt mal runtergehen, glaube ich. Ja. Gehen wir mal runter. Ah, ja, die Folge ist sowieso gleich vorbei. Würde ich sagen, war doch nett heute. Ja. Und sehr produktiv. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.